Janusz, was ist eigentlich das Dümmste, was du je gemacht hast? Ich habe es mir lange überlegt und tatsächlich, es gibt eine Geschichte, die so peinlich ist, so schlimm, dass ich mich jetzt nicht traue, sie zu erzählen. Aber vielleicht, wenn ihr bis zum Ende der Sendung aushält, dann werde ich es verraten am Ende. Was für ein Cliffhanger. Bis zum Ende dranbleiben. Wir fragen jetzt die Menschen, was das Dümmste ist, was sie je gemacht haben. Spannende Frage. Drei Wörter. Dümmste, blamieren und peinlich. Da in dieser Sprache arbeiten wir heute. Los geht's. Was ist das Dümmste, was du je in deinem Leben gemacht hast? Also ist natürlich immer die Frage, worauf bezogen. Was ich sehr bereue, ist auf jeden Fall, dass ich mir mal meine Augenbrauen abrasiert habe, als ich kleiner war. Da war ich ganz traurig. Und sonst immer so kleine Missgeschicke, die einem passieren, die man auch vermeiden könnte. Das kann ich nicht sofort beantworten. Da gibt es viele dumme Sachen. Wahrscheinlich, ich war als Kind scheiße, mich respektlos meinen Eltern gegenüber zu verhalten. Was war das Dümmste, was du je in deinem Leben gemacht hast? Das Dümmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe? Ich bin zum Zug und musste, mein Zug ist gefahren, aber ich hatte noch 5 Minuten Zeit. Dann dachte ich, ja komm, ich gehe mir noch zum Kiosk, hol mir was zum Essen. Dann war dort eine Schlange und dann bin ich zu spät gekommen, da war der Zug weg. Das war schon ziemlich dumm. Ja. Ja. Also was dumm war, ist, dass ich meinen Mann erst jetzt geheiratet habe und nicht schon, weil wir waren sehr lange schon Freunde, 10 Jahre lang. Und es hat sehr lange gedauert, dass ich verstanden habe, dass es das ist mehr fürs Leben. Das war sehr dumm von mir. Habe ich lange gebraucht, aber... Das ist ja süß. Ich habe mit Freunden zusammen ein Grundstück erworben und wir wollten das als Gemeinschaftswerk aufbauen und haben uns aber vorher, glaube ich, nicht gut abgesprochen und das ist, auf Deutsch gesagt, in die Hose gegangen. Und wir sind dann einige Jahre nicht mehr in der Kommunikation gewesen. Oh, wie schade. Was war das Dümmste, was du je in deinem Leben gemacht hast? Mensch. Oh. Ich habe, glaube mal, als ich so 14 war, versucht, mir den eigenen Tattoos zu stechen. Ei. mit einem Nadel, was eigentlich für so Klamotten zusammennähen war, also gedacht war. Ich weiß nicht, was für eine Tinte das war. Es war irgendeine Tinte. Dann habe ich mir versucht, ein Tattoo zu stechen. Das sah wirklich nicht gut aus und ist Gott sei Dank auch weggegangen. Aber ja, ich glaube, das fällt mir gerade, ja, das ist mir gerade eingefallen. Das war schon echt dumm. Wow. Das absolute Dümmste, ich wollte jetzt gerade sagen, dass ich nicht früher, als ich es tatsächlich getan habe, von zu Hause ausgezogen bin. Aber das kann man nicht als dumm werten, weil das nicht so wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht so wirklich der freien Entscheidungsfindung unterlag. Ich glaube, das ist nicht das Dümmste, aber das, was mir auf jeden Fall einfällt. Ich wollte mal in den Club rein und war halt einfach viel zu betrunken und bin da nicht reingekommen, offensichtlich, weil ich kaum noch gerade gehen konnte und wollte dann von hinten rein und bin dann über den Zaun geklettert und der hatte so Zacken. Dann habe ich mir die komplette Hose aufgerissen und bin mich so nochmal ansteigen gegangen. Und dann hat der Türsteher mich natürlich gesehen und sagte, nee. Und dann wollte ich von hinten durch die Hintertür rein. Und dann kam halt die Polizei. Ah ja, okay. Und die haben dann meinen Personalausweis einkassiert. Und dann habe ich noch an dem Abend meinen Schlüssel verloren. Scheiße gelaufen. Ich bin nicht nach Hause reingekommen und wurde dann vom Taxifahrer noch mein Handy geklaut. Also es war alles so, es war gar nicht so das Dümmste, was ich gemacht habe. Aber es war eine Aneinanderreihung von dummen Erlebnissen. Was war das Dümmste, was du je in deinem Leben gemacht hast? Oh Gott. Ich bin tatsächlich für einige Monate ins Ausland gereist und wollte dort sozusagen mir so ein neues Leben aufbauen. Aber das habe ich relativ schnell wieder bereut und bin dann auch wieder zurückgekommen und habe sozusagen hier mich wieder eingelebt in Deutschland und ja. Was waren die Gründe dafür? Was fandest du nicht so cool? Und wohin bist du gefahren? Also ich bin nach Neuseeland geflogen tatsächlich und ich habe mich da sehr abgehangen gefühlt sozusagen. Also mit der Kultur konnte ich mich nicht so identifizieren. Ich kannte auch eigentlich keine einzige Person
Und ja, ich habe mich einfach zu Hause hier wohler gefühlt, in Deutschland, in Berlin, wo sozusagen alle meine Freunde sind, meine Familie, genau. Was war das Dümmste, was du je in deinem Leben gemacht hast? Oh, ich glaube, meine Prioritäten falsch zu setzen, als ich jünger war. Halt mir zu denken, alles andere ist wichtiger als damals die Schule. Und auch generell den Grundstein zu setzen für das weitere Leben. Und deswegen kann ich auch immer nur predigen an alle jüngeren Leute oder auch meine kleinen Cousins oder sowas. Egal wie sehr die Verlangung danach ist, oder das Verlangen danach ist, rauszugehen und mit seinen Freunden Bier zu trinken oder irgendwas so, erstmal die Schule machen und dann alles andere ergibt sich dann von selbst, glaube ich. Okay, ich habe was, es ist nicht wirklich dumm, glaube ich. Ja. Aber meine Freundinnen glauben es mir alle nicht, dass es passiert ist. Ich habe mal einen Fahrraddieb auf dem Pferd verfolgt. Also ich war auf dem Pferd und er war auf dem Fahrrad und ich bin ihm hinterher galoppiert und habe gesagt, er soll mein Fahrrad wieder zurückstellen. Ja, das ist nicht unbedingt dumm, aber es also, das ist ungefähr das Coolste ever. Ja, ist ungefähr das Coolste, aber mir wird es halt nicht geglaubt, deswegen denken vielleicht andere Leute, dass das dumm ist. Videos mit Untertiteln, was für eine tolle Idee zum Sprachenlernen. Und Easy German sind nicht die einzigen, die diese tolle Idee hatten. Unser heutiger Partner Lingopie ist etwas, was wir euch wärmstens ans Herz legen möchten. Das ist so etwas wie das Netflix zum Sprachenlernen. Es gibt dort Filme und Serien, die speziell lizenziert wurden zum Sprachenlernen und aufbereitet wurden. Das heißt, ihr findet dort Untertitel, so wie bei uns. Zweisprachig. Und das Tolle ist, was YouTube nicht kann, man kann auf die Untertitel draufklicken und dann die Wörter übersetzen. Kurz gesagt, sie sind besser als wir. Schaut euch das mal an. Lingopie.com/easygerman ist unser Link und mit diesem Link bekommt ihr auch noch das beste Angebot überhaupt bei Lingopie. Ihr könnt tatsächlich 7 Tage erstmal Lingopie kostenlos testen und dann kriegt ihr noch einen riesigen Rabatt, wenn ihr dabei bleibt. Will ich haben. Wann hast du dich in deinem Leben so richtig blamiert? Ich hatte einmal einen Auftritt, ich spiele in einer Band oder habe in einer Band gespielt und wir hatten einmal einen großen Auftritt und da habe ich als Schlagzeuger sozusagen immer den Rhythmus angegeben und halt gut gespielt. Und ich habe aber einmal meinen Einsatz verpasst und es haben halt alle auf mich gewartet und ich konnte einfach nicht spielen und dann war halt Ruhe und wir mussten nochmal von vorne anfangen und es haben mir bestimmt 500 Leute dabei zugeguckt, wie ich halt da in Schweiß ausgebrochen bin, ja. Und hast du in deinem Leben etwas gemacht, dich so richtig blamiert irgendwann? Ja, ich bin von meiner gesamten Schule, wir hatten eine Fähre, mit der wir fahren mussten und da bin ich mit dem Gesicht voran hingeflogen, als alle auf die Fähre wollten und ich war ganz vorne. Voll peinlich. Ja, sehr peinlich tatsächlich. Ich hatte mal ein ungünstiges Passwort als Jugendlicher in der Bücherei. Und genau, da musste ich das erfragen. Und es war mir dann sehr peinlich, als mir das, mein Passwort dann von der Frau gesagt wurde. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, was das Passwort war. Ich glaube, ich habe mal eine Frau gefragt, ob sie schwanger ist. Aber da war ich noch jünger, da war ich zu 14 oder 13. Da habe ich sie gefragt, ob sie schwanger ist. Aber sie war einfach nur ein bisschen dick. Ja, also sie war nicht schwanger. Hat sie mir dann sehr deutlich gesagt. Das war unangenehm. Ja. Als ich in der 5. Klasse auf einem Schulausflug war, machten wir eine Fahrt mit Tretbooten. Also die Kinder fuhren mit Tretbooten auf einem See herum und ich versuchte, von einem Tretboot auf ein anderes zu spazieren. Und die Sache endete genau so, wie man sie sich denkt. Genau, und die Kinder, deine Freunde, hatten gut was zu lachen. Ja, ein Mädel hat mich wieder rausgezogen. Wann haben Sie sich in Ihrem Leben so richtig blamiert? Als junge Leute sind wir mal mit dem Moped zur Disco gefahren, also 2 Mädchen. Und dann sind wir mit dem Moped umgekippt. Und das ist natürlich mit 15 so peinlich vor den ganzen Leuten dort. Aber hoffentlich nicht wirklich verletzt, nein, oder? Nichts verletzt, nur peinlich ebenso. Das fällt mir jetzt spontan ein, was das Blamabelste war. Ja, ist so. Jetzt weiß ich doch was. Als Student habe ich mal bei einem Fasching mitgearbeitet und habe dort eine Faschingsrede, also eine Büttenrede gehalten. Und die habe ich vorgelesen und da war kein einziger Lacher irgendwie im Raum. Also insofern war das sehr peinlich.
Ja, Sie waren nicht betrunken genug, oder? Wahrscheinlich. Ich komme auch nicht aus dem Rheinland, sondern komme aus Preußen, aus Berlin. Und insofern weiß ich nicht, ob ich da nicht den richtigen Ton getroffen habe. Jedenfalls war das sehr peinlich. Wann hast du dich so richtig blamiert? Ich bin einmal in einem Geschäft mit einer großen Glasscheibe. Bin ich durch die eine Seite, durch die offene Seite rein und wollte durch die geschlossene Seite wieder raus, weil ich nicht verstanden habe, dass diese Glastür auf der einen Seite geschlossen ist. Und bin voll gegen gedonnert und habe mir meine Nase kaputt gemacht. Ein bisschen. Wow. Das war mir sehr peinlich. Wie bescheuert bin ich denn, dass ich gegen diese Scheibe laufe? Was ist denn, also ich glaube, ich bin mal, Mann, das ist jetzt ein bisschen lame, aber ich habe auch mal, ich glaube, es war eine sehr große Masse an Menschen. Ich war auch auf einer Bühne, weil ich auch schon mal gesungen habe. Und da bin ich, also das habe ich mich schon hingepackt. Und da bin ich fast von der Bühne gefallen. Und das war mir tatsächlich sehr unangenehm, weil ich auch leicht angetrunken war. Und das wusste aber niemand. das war mir schon ein bisschen peinlich. Und hast du irgendwann etwas getan, was sehr peinlich war? Gott, also mir selber peinlich. Ich habe mal am Alexanderplatz auf das eine Baugelände gepinkelt, sodass eine größere Anzahl von Leuten mein Genital zu sehen bekam. Aber das war diesen Leuten peinlicher als mir selber. Und was ist Ihnen bis heute peinlich? Auch als junge Leute haben mir meine Oma verarscht, die gefragt hat, wo man die Fahrkarten kaufen soll. Und dann haben wir gesagt, sie müssen da reinsprechen und sind dann natürlich lachend weggerannt. Und das ist mir bis heute peinlich. Wie kann man so eine alte Frau so verarschen? Mir sind Sachen, ich fühle mich peinlich berührt, wenn mir jemand Kritik ein bisschen äußert und mir meine Fehler aufweist. Was ja total, man ja auch eigentlich, wenn man erwachsen wäre, als Feedback nehmen kann, um sich zu verbessern. Aber mich berührt das immer erstmal, weil ich das Gefühl bekomme, ich habe was falsch gemacht. Und dann ist mir peinlich. Ja, und das ist total normal. Was hast du etwas gemacht irgendwann, was dir total, dann später total peinlich war? Naja, da muss ich auch jetzt ein bisschen überlegen. Was war mir denn peinlich? Ich glaube halt, als ich jünger war, meine Haare, weil ich die mal selber geschnitten habe und das sah wirklich nicht schön aus. Also ich wollte auch ein bisschen einen Pony haben. Der Pony sah dann so aus und das war, glaube ich, ein bisschen peinlich. Aber ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also Kleinigkeiten, was nicht wirklich peinlich ist, aber ich glaube, das war. Ich hatte eine Langeweile sehr kurze rote Haare, was ich jetzt auch sehr peinlich betrachte, aber ja. Ich glaube, das ist jetzt, ja. Janusz, wir haben lange gewartet. Jetzt wollen wir von dir wissen, was ist das Dümmste, was du je gemacht hast? Eigentlich das Peinlichste. Okay, was war das Peinlichste, was dir je passiert ist? Ich habe einen Auftrag bekommen, eine Serie von Vorlesungen zu dokumentieren mit einem Video. Vorlesungen in der Uni? Ja, Vorlesungen in der Uni. Das war ein Treffen der Statisten. Statistiker oder Statistiker? Statistiker. Und die sprachen Deutsch, aber trotzdem, ich habe nichts verstanden. Es war so verschlossen, sie benutzten so ein Vokabular, war mir total fremd. Ich freute mich aber, die Kamera lief, die Mikros haben gut funktioniert und plötzlich weckt mich jemand. Ich bin eingeschlafen und habe noch geschnarcht. Und der ganze Saal hat dich gehört. Hat auch drüber sehr kräftig gelacht, ja. Okay. Janusz sollte das Treffen der Statistiker dokumentieren und hat stattdessen geschnarcht. Das ist eine schöne Geschichte. Was sagt ihr denn? Welche Peinlichkeiten habt ihr erlebt? Wir freuen uns. Erzählt uns mal eure Geschichten in den Kommentaren. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuguckt. Noch mehr Videos. Abonniert unseren Kanal und lernt weiter Deutsch. Tschüss, Janusz. Ciao.